Wir könnten doch jetzt, glaube ich, doch... War da nicht irgendwas, dass wir... Dass wir jetzt... Nee. Moment. Was müssen wir jetzt tun? Ah, okay, wir müssen hier rüberlaufen, alles klar. Kriegen wir vielleicht... Ich besuche jetzt einfach mal die Häuser. Wegen den ganzen Notengedöns. Ja, das meine ich nämlich. Die ganzen Tonsachen mitnehmen und Ton sogar. Okay, wir haben mittlerweile nur 3 Pekestalle. Die könnten da ja ein bisschen mehr. Ich brauche mehr, hallo. Wie wäre es, wenn ihr mal mittlerweile 2 bis 3 Pekristalle gibt? Aber nö, die sind echt geizig. Okay. Da oben ist auch noch was. Wer bist du denn? Frenzt! Frenzt! Kann ich dir helfen? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Okay. Ein Ring? Wow. Ich habe, glaube ich, die ganzen Ersparnisse von dem kleinen Franz mitgenommen. Hey, da kannst du nicht durch. Okay, ist ja gut. Naja, dann gehe ich wieder. So, dann gehe ich erstmal hier hoch. Und bekomme ein P-Kristall. Und da unten ist auch noch was. Ist das... Nee, okay, das war's. Unheimlicher Mann. Oh, oh. Dann gehe ich mal lieber wieder. Tschüss. Was haben wir hier? Ein Händler? Okay. Sie schrecken deine Bewegung ein. Schwinge also Arme loszuwerden. Ah, okay. Ein Tutorial. Jetzt sind wir an der Honigstraße. Dort wird es nur Käfer und ekliges Krabbelgetier geben. Bist du bereit, El? Ich soll mitgehen? Ist das ein Problem für dich? Nein, natürlich nicht. Na dann los. Ach, deswegen mit Phobie. Ah, okay. Ich verstehe. Okay, da wackelt schon mal irgendwas. Ja! Genau das, was ich gedacht habe. Und damit haben wir das. Oh. Damit haben wir das Schnipsel hier. Fertig. Ich habe direkt erstmal was Ekelhaftes in der Hand gehabt. Okay. Ja, alles kein Problem. Und 200 Gold, 200 Ringe. Okay, die sind wieder da. Ich will mich eigentlich von denen nicht treffen lassen, aber irgendwie bin ich gespannt, was sie tun werden. Ah, okay, hier kann ich nichts machen. Okay. Die spucken zum Glück nichts. Und kommt was. Wow. Hier ist alles voller Käfer und Pilze. El, guck dir das fette Ding dort drüben mal an. Toll. Ganz faszinierend. Warum sind deine Augen geschlossen? Ach, nur so. Ich will sie nicht öffnen. So gesehen. Ingo ist auch da? Ich lese kein Ingo. Okay. Du ekelst dich doch nicht etwa vor Insekten? Nee, natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Warum stotterst du dann so? Geh weg. Komm vorbei. Warte mal, ich sollte ja... Okay. Warte mal. Okay. Wir sammeln das mal hier ein. Bekommen Ringe. Ist das Fleur oder was ist das hier? Ah, ist schon wieder was Glitzerndes. Okay, oh, 2 Pilkristalle. Geht weg. Geht weg, ihr komischen, hässlichen Fleur. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay. So, hier unten ist auch noch was zu holen. Okay, jetzt kriegen wir ein paar P-Kristalle. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay.
So muss ich jetzt mal mich orientieren ein bisschen. Achso, springen. Hilft auch mal. Was haben wir denn hier? Ein kleines Nest? Beziehungsweise die Blume? Das sieht wie eine Insektenfalle aus. Aber auch nach einer Sackgasse. Stimmt. Aber vielleicht sind diese Pflanzen des Rätsels Lösung. Vielleicht. Oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. Hier, bitteschön. Ach, Moment. Jetzt. Wir geben denen was zu fressen. Oh. Ja, irgendwie sowas. Hast du das gesehen? Mr. GoPro ist Ingo. Ach so, ja, hat er sich also umbenannt? Diese Insektenfalle ist plötzlich gewachsen. Sie sieht jetzt groß genug aus, um an ihr hochzuklettern zu können. Kampf vorbei. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Warte mal. Schon der Bossfight? Irgendwie ist es sehr kurz gerade. Naja, wenn das Spiel so will. Ich will mich eigentlich noch genauer umschauen, aber ich glaube, das... Nee, da oben ist doch nichts mehr, oder? Oder komme ich dann später nochmal hier hin? Weil es sind ja noch ein paar Gänge verschlossen, wie es aussieht. Zum Beispiel hier unten die beiden. Ja, hier die hier. Die sind verschlossen noch, so gesehen. Das heißt, da kann ich nichts machen. Ja gut. Dann ist es halt so. Also irgendwie ist es sehr komisch. Naja, geht weg, ihr komischen Flöhe. Dann werden wir da mal speichern, heilen und dann kommt ein Bossfight, wie es aussieht. Okay, ja, speichern, zu Sicherheitsgründen natürlich. Alles klar. Und dann rauf mit uns. What the fuck? Uah, ist das widerlich. Ist das widerlich. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Pokémon, aber ich habe irgendwie jetzt an Hohenweisel gedacht, aber das erinnert mich an gar keins. Das erinnert mich eher aus Dragonfest an dieser komischen Spinne. Naja. Da ist er. Siehst du das Nest an seinem Körper? Das muss der Skara-Käfer sein. So ungefähr. Ja, ungefähr das meine ich. Sie schreit mal eben kurz. Was ist denn jetzt los? Käfer! Insekten! Ich hasse sie! Kann das sein, dass sie hier Misty eingebaut haben? Nee, das soll Scaraborn. Was? Scaraborn? Never! Ich könnte mir eher dieser Wasser hier, wie heißt sie? Aranestro eher vorstellen. Aber Scaraborn? Nee, Scaraborn ist ein Hornkäfer. Ich hab's doch gewusst. Du hast Angst vor Insekten. Und da ist er weg. Schnell! Mach sie weg! Mach sie weg! Mach sie weg! Okay. Oh, was? Drücke beim Schwingen wiederholt B, um länger in der Luft zu bleiben. Ach du Jemme, Fingerkrampf ist da. Okay, dann machen wir mal die Hand locker. Huh. Ach stimmt, hab mir verwechselt, aber mit dem Namen hier. Nee, ich würde eher Aranestro sagen, weil die auch so ein Spinnengedöns ist, aber nee, ein Hornkäfer ist es definitiv nicht. Oder ein Hirschkäfer, heißt es ja auf Deutsch hier. Dadurch kannst du fallen, okay. Alles klar, was muss ich hier tun? Du ekelhaftes Vieh. Ah, verdammt. Hallo? Hallo, ich drücke, warte mal. Dash. Ich drücke die ganze Zeit B. Aber da passiert gerade nichts. Ach so! Oh! Oh. Ach so, ich... Jetzt verstehe ich das, wenn ich mal springen würde. Okay. Ja, ja. Aua. Aua, aua. Alter, hallo. Irgendwie kriege ich das gerade nicht hin.
Ich muss dabei springen. Das klappt alles gerade gar nicht. Ich stelle mich gerade richtig dumm an hier an diesem verdammten Boss. Ich lass mich hier die ganze Zeit treffen. Wo sind die? Okay. Aber er ist fast down. Kann man die Dinge aufwerfen? Ich weiß es nicht. Kann man nicht attackieren. So. So. Komm. Ich will es gar nicht wissen. Ich wurde von Gift getroffen. Hallo? Okay, noch eine Bienchen. Ich wurde doch getroffen. Komm her. Ein Bienchen hier noch. Okay, das war's. Sieht aus. Oh, wer hat den Namen von Osmar übrigens? Gara. Ach, Quatsch. Nicht immer auf die Namen achten. Puh, das war ein ganz schöner hinterhältiger Käfer. Hey, das Insekt ist jetzt weg. Warum ziehst du noch so eine Flunsch? Flunschleg! Ich wünschte, du hättest mich nicht so gesehen. Das war in der Tat recht unterhaltsam. Das wirst du doch wohl nie vergessen, was? Lass uns zum Dorfsteher zurückkehren und ihm sagen, dass wir die Sache erledigt haben. Ach cool. Wir werden direkt rausgeteleportiert. Da bin ich wieder. Ihr Problem gehört der Vergangenheit an. Test dich. Ich war mir nicht sicher, ob du das schaffen würdest. Hier ist deine Belohnung. Yes, mehr Ringe. Ich dachte, du würdest vor Angst erstarren und keine Bewegung mehr machen können. Hä? Ich doch nicht. Aber ich kenne da jemanden. Nicht wahr, El? Was? Sie wissen also wirklich nicht, wo ich einen Skarab-Käferpanzer herbekommen könnte? Vielleicht solltest du es an der Stelle versuchen, wo sich der Skarab-Käfer gehäutet hat. Das wäre also tief in der Honigfarm. Aber um so tief in die Farm vorzudringen zu können, müsstest du auf einen Pilzmarini reiten. Was für eine Überleitung. Falls du keinen findest, sprich mit dem Käfertrainer auf der Windwachbrücke. Alles klar, danke. Also es ist eigentlich egal, wie rum man die Quest hier macht. Man muss eh beide machen, um das Rätsel natürlich zu lösen. Alles klar. Geschickt gemacht, muss man sagen. Also ist man eh gezwungen, beide zu machen. Da wir jetzt wissen, wo die Panzer sind, müssen wir sie uns nur noch holen. Das kann ja nicht so schwer sein. Oh, Red, wenn du dich da nicht mal täuschst. Lass uns gehen, El. Okay. Dann mal los. Okay. So. Wie war das jetzt gleich hier nochmal? Kann ich mit denen reiten? Ja. Wir benutzen sie, um Honigperlen zu sammeln. Und den Honigsee zu schöpfen. Aber... Warte mal, wie kann ich nochmal... Okay, ich muss da hinten hin. Also noch weiter hier hinten. Warte mal, hab ich das... Doch! Komme ich da hoch? Ah, tatsächlich. Ich hab doch da irgendwas bewegen gesehen. Hier ist noch eine Ton. Ja, nehme ich mit. Alles mitnehmen hier. Alles mitnehmen. Nichts vergessen hier. Keine Pilkristalle, nichts. So. Dann gehen wir nochmal hier rein. Kannst du nicht fliegen? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich kann jetzt mit dieser komischen Honigbiene da fliegen. Ich muss jetzt hier in der Richtung. Aber wie denn jetzt nochmal?
Das sieht so bekloppt aus. Warte mal, kann ich da drüber springen? Man kann da drüber springen? Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Vollidiot. Na egal. Hallo. Ich kann hier drüber springen. Warum sagt mir das denn keiner? Ah, okay, ist eine Honigperle. Oh, dieser Käfer trägt doch was. Und es sieht so aus, als ob es süß sein könnte. Das muss eine Honigperle sein. Die schnapp ich mir. Komm, schnapp sie dir. Pokémon. Jetzt müssen wir nur noch zum Pilzmarini bringen. Ah, okay. Ach so. Warte mal. Die Ringe nehme ich erstmal mit. Gibt's denn noch was? Oh doch, hier gibt's noch was. Ja, ein Pick. Alter, geh weg. So. Okay. Ach, jetzt können wir... Jetzt können wir das machen. Aua! Ich wollte es eigentlich nicht ausprobieren, aber jetzt haben wir es gesehen, dass sie uns kaputt macht. Alles kaputt machen, alles erstmal vorher untersuchen, bevor ich nochmal zurückgehe. Okay, gibt's. Nein! Das verschwindet! Ach! Hier ist es doch! Wir müssen diesen Käfer also mit einer dieser Honigperlen füttern. Ich glaube ja. Alles klar. Habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Das, bevor ich jetzt fütter, möchte ich eben kurz mal gucken. Nee, nein, ich habe nichts übersehen. Alles klar. Alter! Dein Ernst jetzt? Nein, okay. Jetzt kommen wir nämlich darüber, ne? Genau. Hier, bitteschön. Ich glaube, er möchte, dass wir auf ihm reiten. Los, steig auf. Müssen wir denn wirklich auf ihm reiten? Na klar, deswegen sind wir doch hier. Komm schon. Ekelhaft, ey. Boah, ey. So gesehen. Ja, jetzt sind wir nämlich hier. Und dann sind wir gleich da drüben oben, ne? Genau, ja. Passt soweit. Und ab hier geht's weiter. Oh nein, nicht diese ekelhaften Viecher wieder. Okay, jetzt haben wir zwei Wege. Chocolate, wir sind endlich da. Wie viele Pilze brauchen wir? Dein Mundi sagte, er bräuchte 7. Alles klar. 7 Stück. Müssen wir den Arm fuchteln. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Jetzt will ich erstmal das hier aufsammeln. Ah, okay. Das war ein Panzer. Dann gehen wir direkt mal weiter. Was haben wir denn da? Was bist du denn? Hä? Warum ist die Kamera da unten? Vielleicht könntest du an der Liane dort herunterklettern. Ach, das ist eine Liane. Ups, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Los, rotes Bibor. Du bist dran. Giftstachel. Okay, nochmal. Giftstachel. Der kann es einfach nicht. Okay, dann probieren wir es mal mit Donadeln. Nochmal, Donadeln. Er hat es nichts gebracht. Ich habe ihn freigelassen. So, aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch, bevor ich runtergehe.